Hallo Leute, es geht weiter mit Dracula, tödliche Liebe. Ja, wir haben eine indianische Schriftrolle und wir haben noch Teile des Schildes, die bringen wir erstmal weg, würde ich sagen. Und dann gibt's, glaube ich, auch wieder was zu lesen oder so, weil wir haben ja das Schild hier vervollständigt. Von daher müsste es doch eigentlich wieder was geben. Und dann kommen wir ja bald auch an den Dolch heran. Wechseln wir mal erstmal den Standort und gehen nach New Orleans. Louisiana, it is a pleasant place to live. And you would be surprised how many vampires live here, Doctor. I would suppose. The bayou, crocodile-infested place. It's ideal for getting rid of victims, isn't it? The charlatan is smarter than he looks. Oh ja, witzig, Igor. Life goes on anyway, Doctor. An eternal food chain. We must find a means of transport to reach the island. Aren't you unable to cross water? Unable to swim across, Doctor. Not to sail. I see you still have some knowledge gaps about my race. Nun haben wir auch mal wieder was gelernt. Bei einigen Vampiren sagt man ja mal, das geht, bei anderen nicht. Das ist ja sehr unterschiedlich bei den Vampiren. Da ist der Helsing wahrscheinlich auch jetzt nicht, woher soll er das denn wissen, ne? Der eine Vampir kann Licht ab, der andere Vampir braucht nur einen Ring tragen, andere Vampire glitzern in der Sonne. Das ist ja sehr unterschiedlich. Fischernetz, Teil einer Truhe, Messer und diverses anderes nehme ich mal hier an. Zum Beispiel was zu trinken nochmal zwischendurch. Was wollte ich jetzt? Ich wollte in das Buch des Ordens schauen. Vlad Radomir Obelik, Alessandro Massini. Aber den hatten wir doch jetzt schon. Hier, den hatten wir noch nicht. Antoine Crozat. 1655 bis 1738. Der Marquis de Crozat war ein sehr... Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also Marquis schon, aber de Crozat... Oder Crozat, ob man das T mitspricht oder nicht, weiß ich nicht, war ein sehr gebildeter und belesener Mann. Er war fasziniert von den frühen Legenden aus Zentraleuropa und er veröffentlichte viele Bücher über ihre historischen Grundlagen. Während dieser Forschung entdeckte er die Existenz des Ordens des Drachen. Er brannte darauf, die Gebrüder Obelik zu suchen und widmete Teile seines Vermögens, die Witwe von Sultan Murad zu finden, auch als schwarze Witwe und Vampirkönigin bekannt. Seine Forschung führte ihn nach Paris, in ein Theater mit unheilvollem Ruf. Da er die Legenden des Ordens gelesen hatte, wusste er, wie er die Aufmerksamkeit der Kreaturen der Dunkelheit abwehren könnte. Er traf alle Vorsicht und schlich in das Theater. Er schrieb nie das Gesehene nieder und es bleibt bis heute ein Geheimnis. Aber ab diesem Moment setzte der Marquis alles daran, den Orden wieder aufzubauen. Im Jahr 1711 hatte er es geschafft. Er rekrutierte ein Dutzend Ritter und versuchte, die verfluchte Königin zu vernichten, aber ohne Erfolg. Ja, alle scheitern so ein bisschen an ihr. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dieser Ort ist mir ins Auge gefallen. Dort befindet sich etwas. Vampirische Sicht. Und wir bekommen einen Engel. Oh, und jetzt läutet die Glocke auch. Meister, ein Ruder. Ne, zumindest ein Teil davon. Mimi. Das kann ich bestimmt mit der Stärke rausholen, ne? Ja. Und das dann zusammensetzen. Und? Ohne Seil wird es nicht zusammenhalten. Mhm. Mit dem Fischernetz. Also, dient das Fischernetz als Seil jetzt? Oder ich brauche noch extra. Ich brauche ein extra Seil. Hier ist ein Seil. Oben hängt doch eins. Was ist hier? Ladentür. Drei Engel fehlen. So, dann hätte ich hier schon mal einen. Zwei fehlen noch. Meister, wenn Igor dieses Fass rüttelt, hört er etwas, das sich daran bewegt. Auch wieder Stärke, oder? Ja, tatsächlich. Jetzt fehlt nur noch ein Engel. Ach, da ist er ja schon. Da ist der Dritte. Was soll ich tun? Gar nichts. Ich bekomme was. Das finde ich immer schön. Doch, ich soll was tun. Schade. So, setze alle Figuren in das Schloss ein. Klicke, um fortzufahren.
Es hört sich ja erstmal leicht an, aber ich bin misstrauisch. Kannst du die da jetzt erstmal... Ich will die drehen, aber irgendwie... Brauche ich die gar nicht drehen, ne? Hä? Ach so. Ja, okay. Ich denke die ganze Zeit, das passt doch gar nicht und überhaupt. Es ist aber noch nicht fertig anscheinend. Denn jetzt kommen die Fledermäuse dazu. Setzen die sich von alleine rein oder bin ich zu doof, die... Nehme ich halt eine andere Fledermaus. Dann nicht. Du gehörst da gar nicht hin, oder? Doch, du gehörst hier hin. Das war eigentlich leicht und ich hab's mir viel komplizierter wie immer vorgestellt. So, ein Wimmelbild. Wimmeln wir uns mal warm in diesem Part. Amphorenanhänger, Axtglocke. Amphorenanhänger, womit die immer hier kommen? Axtglocke. Blume, Handschuhe, großes Horn. Das Horn finde ich bestimmt noch. War es das schon? Ja, Schlüssel, Schwert, Spiegel. Auch nicht die Spiegel schon wieder. Ich finde die Schlüssel gerade nicht. Die sind bestimmt so klein gerade, dass ich sie übersehe in dem ganzen Gerümpel. Hier Schlüssel, Spiegel noch. Ring, Skelett, runde Schachtel. Ich sehe überall hier, aber gut, das ist ein ganzes Skelett. Noch irgendwo ein ganzes Skelett? Der Kopf zählt nicht. Der kleine hier? Der kleine. Und noch einer sogar. Im Sarg natürlich. Ring. Speer, Spinne, Pulversack. Schlüssel und Spiegel. Das sind so meine Problemobjekte heute. In diesem Part. Schlüssel, Spiegel, Spiegel, Spiegel. Vielleicht ist der Spiegel einfacher wieder, wie ich denke. Hängt der an der Wand? Sehe ich den hier noch nicht oder so? Das hier oben ist eine Glaskugel. Das ist der Spiegel. Okay, jetzt noch die Schlüssel. Ich meine, hier ist so eine Art Schlüsselloch. Ist das der Schlüssel? Sind das die Schlüssel? Hängen die irgendwo? Sind die hier? Und wieder so ein bisschen mit dem Auge detaillierter langfahren. Nee, Igor soll mal sagen, wo die sind. Oh, nee, den habe ich nicht gesehen. Genau, da habe ich nicht geguckt. Du hast Antikrokodilpulver gefunden. Na, Mensch. Supi. Kleines Boot. Mit diesem Boot könnte man die Insel erreichen, wenn es doch nur ein Ruder hätte. Wir brauchen das Seil.
Im Wasser wimmelt es nur so vor Krokodilen. Lasse sie uns loswerden, bevor wir das Boot benutzen. Hier. Verschwinde, Kroko. Zu weit weg. Ich kann dies nicht erreichen. Telekinese. The island that we seek is indicated on this map. Toll. Und hier haben wir auch das Seil. Und hier haben wir das Ruder. Jetzt können wir rudern. Tschüss, Leute. The way is clear. We have a map and a boat. We can leave. Igor, get out of that shop and stop eating those dry tarantulas. We're leaving. Yes, Master. Mhm. This village seems long abandoned. I see no grave, unless this totem. It should be examined more closely, but this huge grizzly prevents us from approaching. Oh, Dracula hat Angst vor einem Bären. Naja. Was ist hier? Da soll ich später hin? Ja, ist ja gut. Grrr, dreckiges Biest, Meister, der Bär wird uns fressen, wenn wir uns nähern. Dann mach ihn fertig. Mit Stärke? Was wollt ihr denn dann? Ich soll bestimmt so eine Art Xena-Diadem bauen hier, mit unserem Teil der Truhe. Und dann... Ach ja, ist ja gut. Fische, viele rohe Fische. Können wir die irgendwie als Köder? Irgendwie weiß ich gar nicht, was ich hier benutzen kann. Weil er ist ja eh immer im Weg. Nee. Irgendwas müssen wir doch benutzen können. Nähern. Es muss irgendwas hier vorne geben, oder nicht? Ja, das ist auch zu weit nah dran. Dann mache ich jetzt mal meine ganzen Fähigkeiten auf ihn. Auch nicht richtig. Meine Fähigkeiten da geht ja auch nicht. Was? Ach so, ich soll da die Fische fangen. Das geht. Also doch einen Köder machen. Okay. Ja, alles klar. Gut. Passt schon. Oh, das wird so ein Drehrätsel. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, das ist mir aber lieber als das letzte mit den Kacheln. Also ich hasse es, wenn so Farben oder wie das letzte Mal mit den Kacheln, wenn man so 5 Sachen zum Drehen hat, bis es richtig steht, als so ein paar Ringe, die sich nur drehen. Das ist irgendwie, finde ich, doch noch einfacher. Kann man so ein bisschen mehr rumprobieren und das andere ist so quälerischer. So, vampirische Sicht. Ach so, er braucht Blut, ne? Finden wir denn hier welches? Wieso kann er nicht den Bären einfach saufen? Dann hätte er genug für... keine Ahnung. So? Ja. Okay. Köcher, Haufen Samen, Eimer. Ja, die sind nicht da. Da ist der andere Haufen Köcher. Köcher. Eimer. Schmetterling-Käfig-Schleuder. Da.
Schmetterling endlich gefunden. Da ist der Käfig. Ein Schleuder. Handschellen, Hut, Tuch. Ein Hut, den finden wir ganz gut. Mit sehr viel Mut finden wir den Hut. Walnussschuhe. Hinten sind die Schuhe. Hier vorne ist die Walnuss. Jetzt nimm sie schon. Spazierstock. Und Schildkröte und Schriftrolle. Und dann jetzt noch der Hut halt. Das war der Eimer. Wo ist denn jetzt der Hut? Ist das ein Hut? So ein Flügel oder nicht? Schon ein bisschen eklig. Diesem ganzen Kram hier kann ich nichts mehr erkennen. Eine Tasche, ist das ein Hut? Hut und Schleuder. Ja, ich weiß gerade auch schon wieder nicht. Wenn es jetzt nach Schlüsseln ginge, hätte ich sie gefunden. Ist das ein Schleuder? Es gibt auch so verschiedene Arten von Schleudern. Aber natürlich finde ich keine. Igor. Ach, da ist die Schleuder. Klar, an der Armbrust. Okay, der Hut. Hut, 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 Hut. Hut, 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 Hut. Warum finde ich den nicht? Oder habe ich schon wieder ein anderes Bild von einem Hut vor mir? Da drunter vielleicht irgendwie? Ist das ein Hut? Ach, das ist der Hut. Nee, das sah aus wie ein Tuch. Okay, ich habe eine indianische Schriftrolle gefunden. Das ist ja prima. Das ist ja prima. Wie soll ich denn hier weitermachen ohne Blut? Bisonhaut getrocknet und dick. Schnipp, schnapp. Bisonhaut. Was mache ich mit der jetzt? Ich muss eine Fähigkeit einsetzen. Ich habe aber kein Blut mehr. Habe ich hier welches übersehen? Helsing, du bist bald dran. Ohne Blut komme ich nicht weiter. Ach, hier habe ich auch noch was übersehen, was ich machen muss. 15 Flaschen soll ich finden. Krieg ich dann was zu trinken? Ich sammle mal erstmal ohne Zählen. Irgendwann ist es ja vielleicht soweit. So, 2 Stück nur noch. Hier habe ich noch eine. Das war die letzte. Hab alle. Yuppie. Fiole Blut. Na also. So. So. Mach mal deine vampirische Sicht jetzt. Und jetzt habe ich das Teil einer Truhe und habe auch das letzte Stück. Ne? Jetzt kann ich das Rätsel nämlich auch machen. Natürlich immer, wenn der Part fast endet. Damit ich mich schön beeilen darf. Ja, jetzt ist die Frage, alle Zeichen gleich zu gleich? Oder wäre das... Das will ich jetzt mal kurz wissen. Finde die richtige Kombination, indem du die Kreise drehst. Überprüfe deine Auswahl mit Hilfe des Schalters rechts. Die Anzahl der richtig positionierten Kreise kannst du unter dem Schalter sehen. Ach so. Schalter. Prüfhebel.
Soll mir der das jetzt nicht anzeigen? Oder wie? Hä? Ach so. Okay, jetzt ist irgendwas richtig. Was ist denn jetzt richtig? Ach, jetzt ist das Rätsel ja sogar noch interessanter. Das war nicht so geschickt. Das war nicht gut. Vorher war es besser. Nein. So. Nein. Mhm.